würde mir vielleicht doch besser gefallen. Mal schauen. Wenn das Grundgerüst steht oder wir machen das Grundgerüst unten einen Raum oder einen zweistöckigen Raum. Den wir auf die Breite machen und machen dann den Turm oben drauf. Viereckig oder so. Und das, weiß nicht, das hätte ich eigentlich lieber. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das lieber hätte. So. Ja, das brennt echt ewig. Ach ja, diese Blöcke sind auf jeden Fall ein guter Tipp gewesen. Vielen Dank dafür nochmal. Ist nichts, was ich selber gewusst hätte. Eigentlich ist es logisch, wenn man drüber nachdenkt. Weil die, also einige Sachen, einige Ressourcen lassen sich ja auf die Art stacken. Aber gut. Man muss halt erstmal was ausprobieren. Oder sich sagen lassen. Auf jeden Fall habe ich mir das sagen lassen. So. Oh Mann, drei Kreuze, wenn diese Burg fertig ist. Und also, ich meine, ich bleibe jetzt wieder nicht bei nur einem Thema, sondern mache jetzt praktisch hier den Turm erstmal, anstatt die Burgmauer weiterzuarbeiten. Ich habe irgendwie gerade da überhaupt keine Lust zu. Ist echt schwierig. Vielleicht, wenn ich heute Abend Zeit habe, mache ich nochmal ein Special, wo ich nochmal auf Ocelot-Jagd gehe oder dann doch nochmal auf eine Erkundungstour, weil auch wenn es immer heißt, ich soll nach Möglichkeit Sachen zu Ende machen, ich glaube, es wird einfach mit der Zeit langweilig hier, diese Durchstrecken, wo man hier einfach nur abbaut, das braucht kein Mensch. Nein. So, okay. Ist schon sehr lang. Könnten es auch abzählen. Aber will ich jetzt nicht. Gut, hier vorne. Das muss auf jeden Fall noch weg. Nur gerade nicht, ob man da überhaupt noch drauf kommt. Aber da benutzen wir Trick 17 und bauen uns einfach hoch. So, das davon noch abtragen. Oder? Mal überlegen. Wir haben ja hier praktisch schon den Eingang auf unserer Ebene. Wenn wir jetzt noch die Katze hier wegkriegen, dass wir die nicht verletzen. Können Truhen eigentlich frei in der Luft schweben? Ich meine, da ist ja jetzt eigentlich nichts mehr drin. Wir probieren das jetzt einfach mal. Weil die ja noch seitlich angehaftet ist. So. Und wenn ich jetzt hier hinten... Ja, Truhen können frei in der Luft schweben. Klingt komisch, ist aber so. Aber diese Truhe... wird nicht frei in der Luft schwimmen. So. Okidoki. Ja, das Schwert tauschen wir hier aus gegen so eine Hacke. Nein. Katze geblumst. Ja, und nochmal jetzt. Wie machen wir's? Machen wir hier schon hoch? Hier wäre auch noch die Überlegung, ob wir hier so ein kleines Häuschen hinbauen. Praktisch so ein Pförtnerhäuschen. Guck mal dann. Die Tür kann ich nicht aufnehmen. Sehr schön. Bauen wir hier außen schon hoch? Ich glaube, wir bauen hier außen schon hoch. Habe ich gerade beschlossen. Genau das machen wir. Hier haben wir gesagt, wir bauen auf der Ebene hoch. Muss das hier auf jeden Fall noch weg. So.
habe ich oben drüber schon die Erde weggemacht. Sehr schön. Dann gibt es doch wieder einen Wehrgang unten drunter. Aber gut. Hätte ja sein können, dass es eben nicht so ist. Au. So. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Oh, ich hasse das. So. Truhen hatten wir hier drüben. Nein, hatten wir hier drüben drin. Truhen. Hatte ich doch hier gerade welche da gehabt. So. Spezialgegenstände. Stüchen. Pflastersteine nicht. Eisen nicht. Wenn man das auch mal hier reinlegen kann. Wobei das drüben drin liegt. So. Ach ja. Gold und Eisen. Eisen zu Gold gelegt. Guckplatte kommt hier hin. Stein möchte ich jetzt keine mehr legen, weil ich die ja jetzt gleich brauche. Aber Erde kann weg. So. Jetzt haben wir schon wieder mehr Platz. Gut, hätte ich auch einsammeln können, wenn ich dann jetzt hier unten die Sachen weggekloppt hätte. Ja, zu Minecraft-Entwicklung allgemein. Ich habe ja bis jetzt nur von einem die Meinung gehabt, bitte bau doch immer die Sachen zu Ende und mach nicht immer irgendwie unterschiedliche Sachen. Schreibt ruhig in die Comments, wenn es euch stört, wenn ich zu lange irgendwas mache, wenn ich irgendetwas besser nicht mehr machen sollte. Schreibt es ruhig auch in die Comments. Ich werde dann zur Kenntnis nehmen, dass ich es nicht mehr machen sollte. Nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, da bin ich ja relativ kulant und lasse auch mit mir reden. Wenn ich irgendwie was mache, was keinem gefällt, dann nützt es ja nichts, ja. Dann muss man es halt lassen. Sehr gut. Den Amboss haben wir auch wieder. Hier ist halt noch massig Zeug drin. Das muss ich auch mal alles rüberklettern, bringen dann. Aber erst, wenn mein Inventar leerer ist. Da müssen wir mal nach oben gehen. Hier haben wir gesagt, das kommt alles weg, haben wir gesagt. Das klappt. Und dann war es auch schon weg. So. Gut, ich hätte auch mal runterspringen können. Da fällt mir ein, was wir jetzt zwischendrin nochmal einlegen können als Event, wäre Abfarmen des, des Maisfeldes, sage ich schon. Des Kornfeldes, das sieht einigermaßen reif aus. Geh mal gerade hier nochmal pennen. Du kannst nur nachts schlafen. Ich kann auch tagsüber schlafen, glaub mir. Kann ich wirklich. Gut, probieren wir was anderes. Du kannst nur nachts schlafen. Und? Kann ein Bett frei schweben? Ja, ein Bett kann auch frei schweben. Nix schlecht. Dann falle ich runter, das ist ja cool. Au. Und dann kriege ich Schaden, weil ich... Dankeschön. Oh Mann. So. Haben wir gern genug Platz zum Abernten, ja. Wie schaut's denn eiertechnisch aus? Da ist ein Huhn hier vorne gefangen.
Ja, ein paar Eier sind da und wir bekommen Palim 7 Eier. Ich weiß, ich brauch's nicht unbedingt zum Abhängen. Ich find's aber irgendwie cooler. Ach, vielleicht sollte ich's dann auch benutzen. Vielleicht sollte ich öfters nach den Eiern gucken. Vielleicht sind deswegen nur 7 Stück da, weil einfach auch das Problem ist, dass ja, glaube ich, nach, jetzt muss ich lügen, 5 Minuten verschwinden die Items wieder, wenn die hier liegen. Oder 25, oder 5 Minuten oder 10 Minuten. Auf jeden Fall bleiben Items, glaube ich, nicht ewig liegen. Die verschwinden dann einfach. Und vielleicht, wenn ich die Eier früher auflesen würde. Eine giftige Kartoffel, die ist, glaube ich, auch nochmal fürs Tränkebrauen wichtig oder so. Da hat es wieder geblockt. So, gerade noch die Kartoffeln hier runter. Dann erstmal hier. Hup. Hallo? Ach. Wie wäre es, wenn ich Saatgut nehme und nicht den Weizen an sich? Ja, einfach drüber rennen klappt irgendwie heute auch wieder nicht. Weil die bloppen schon relativ häufig da drüben im Hühnergehege. Könnte eigentlich auch mal die Schafe abscheren. Mal gucken, ich glaube, Schafe haben wir 4, Schweine haben wir wirklich auch genug. Ob ich mal wieder ein bisschen was schlachte oder ob ich sie nochmal vermehren lasse und dann schlachte. Schwere Frage. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, die armen Tiere zu schlachten. So, Dille. 2 Karotten nehmen wir wieder mit. Eine giftige Kartoffel bleibt hier. Ach, Weizen. Wir wollten ja noch ein paar Strohballen machen. Das machen wir dann auch noch. Die Hacke bleibt hier. Die normalen Kartoffeln bleiben hier. Rest nehmen wir mal wieder mit, beziehungsweise hier. Ja, 9 Strohballen, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Ist zwar schade um das ganze Stück, aber ich denke, da kann man da oben das schon mit verbessern. Strohballen reinsetzen. So, ab aufs Dach. Nein, ich lasse mich nicht ablenken, wenn ich die Mauer bauen möchte oder den Turm oder irgendwas anderes. Das würde ich niemals tun. Da ist der Pfosten. So. Dann mal schauen. Oder können wir auch dann schauen, wenn wir da mal in die Gegend laufen. So. Loch.
Inventar ist noch nicht leer genug. Wie sieht es steinetechnisch aus? Auch ein bisschen mau. Ja, toll, ich habe die Samen nicht unten gelassen. Ja, mit dem paar Steinen werden wir hier nichts bauen können. So, probieren wir es doch mal mit den Steinen. Ja, ich das liebe hier mit dem Bauen. Ja. Ja, der Plan war gut, hier eigentlich gar keine Dings reinzuziehen. Keinen Wehrgang. Keinen überdachten. Jetzt mache ich es doch wieder. Aber okay. Tudum, 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 tudum. Meine Hand juckt. Was mache ich denn jetzt? Ich halte kurz die Taste gedrückt. So. Man kann bestimmt auch schneller bauen, wenn man sich drauf konzentriert. Hm. Na gut, haben wir da halt eine Ecke. Natürlich bessere ich das später aus, aber jetzt im Augenblick da extra abzusteigen und da jetzt mit den Hunden zu campen. Okay, stopp, da war was. Wir wollten, glaube ich, hier irgendwo einen Eingang lassen. Am besten auf der Ebene von dem Dings. So. Ja, aber es wird doch. Es wird doch. Es wird doch. Und Treppenstufen will ich jetzt noch mitnehmen. Wobei, von außen. Eigentlich eher von innen müsste man dann ja hochkommen. Gut. Dann machen wir das von innen. Treppenstufen, 9 Stück. Yeah. Auch die Frage, ob man da eine langgezogene Treppe macht, die sich von innen so hoch schlängelt. Oder wie wir das machen. Ich würde auf jeden Fall die gerne hier vorne haben. Und die beginnt hier. Geht dann hier in. Geht dann hier entlang. So. Next one. Da. Ja. Jetzt. Schade, schon wieder leer. Ihr seht, die ganzen Ressourcen, die wir abgebaut haben, werden wir jetzt natürlich auch wieder brauchen. Das ist, war ja eigentlich klar, aber ich sag's halt nochmal. Wo sind meine Fackeln?